So, weil das Licht hier gerade einigermaßen geht und ich gerade noch einen Moment Zeit habe, eine halbe Stunde, wollte ich eigentlich ein Gelaber-Video machen. Nur pures Gelaber kann ich euch ja heutzutage nicht mehr antun, deswegen habe ich mir ein Gewehr mitgebracht, aber dazu komme ich dann später. Erstmal vielen Dank für 65 Kanalaufrufe. Davon sind 14 hängen geblieben, also 14 Abonnenten. Das ist eine gute Quote, finde ich. Habe ich so bei YouTube noch gar nicht gesehen, aber ich glaube, das liegt nur an meiner unglaublichen Ausstrahlung und überschwänglichen Fantasie. Und vielleicht nicht so oft bei YouTube gucke. Naja. Also, ich hoffe, euch gefallen meine Videos. Ich versuche den Sound zu bearbeiten, das mit dem Schneiden weiß ich noch nicht so ganz. Vielleicht schneide ich auch nicht. Das wird so die Masche, dass ich einfach Videos mache, wo ich nicht schneide. Oder ich schneide einfach mal so drauf los. Aber ich mache mal Videos so ganz zerstückelt, damit die Leute sagen, mal aufzuschneiden. Tja, ich weiß es noch nicht. Aber dafür, dass es gestern Morgen um kurz vor halb zwei meine Idee war, Stefan macht doch mal ein Video und da hat es bei YouTube hoch. Du bist ja jetzt seit 3, 4 Tagen angemeldet. Ja, dann dafür ist da einiges an Resonanz schon gekommen. Ich bedanke mich für jeden. Ich habe auch noch keine Bausteinwerfer gekauft. Es tut mir leid. Ich musste gestern arbeiten und heute Morgen hatte ich noch keine Lust nach der schweren Arbeit. Arbeit ist schön. Aber muss sein. Ja. Die Kommentare sind durchweg positiv, die Leute, die geschrieben haben. Ich habe da 2 Daumen runter, aber die Leute haben leider nichts dazu geschrieben. Das ist, finde ich schade, aber ist nun mal so. Und warum mache ich das in der Küche? Die mich noch nicht kennen. Ich stehe hier in meiner Küche, weil hier das Licht besser ist. Auf jeden Fall habe ich hier Sonnenlicht, was ich jetzt so ein bisschen gedämpft habe durch mein Plissé-Rollo. Plissé-Rollo, ein wunderschönes Wort. Haben sich hier irgendwelche Marketing-Leute ausgedacht. Ja. So, ja. Weil reines Gelaber euch bestimmt anödet und mich irgendwie aus dem Konzept bringt, versuche ich mal hier diesen Knüppel vorzustellen. Und ich habe aus dem, was ich gerade gemacht habe, etwas gelernt. Ich gehe mal ein Stück zur Seite mit meinem schwarzen Poloshirt, damit man hier die schwarze Chefkappe auch sieht, die ich da vorstelle. Versuche mit der Mündung mein Herd nicht zu zerstören. So, die Schaftkappe an diesem Gewehr ist super. Die ist total frei einstellbar, nach oben und unten. Und hier kann man so Puffer zwischen machen. Einige kennen das vielleicht von der Diana 100, die hatte das ähnliche, ich glaube sogar dasselbe System, dass man hier auch den ein bisschen quersetzen kann. Also die Jungs von Steyr, die haben sich schon was dabei gedacht, als sie das Gewehr entworfen haben. Das kam ja ziemlich spät raus, komischerweise. Das LG-10. Beziehungsweise der Schaft ist ja genau dasselbe wie beim LG-1 von Steyr. Und das hier ist ein LG-10 mit Stabilisator. Also der hat wirklich schon den Stabilisator, den heute die Handschütz 9003 hat und die Steyr LG 110. Und die LP10, die ich letztens schon mal kurz in die Kamera gehalten habe. So, also die Schaftkappe kann man mit einer Schraube hier verstellen und hier kann man immer weiter Stückchen draufsetzen mit dem Schwalbenschwanz, so wie man das für sich braucht. Also ich brauche das ziemlich lang und das sieht dann so aus. Hier, das ist wieder so eine, also ich finde die Waffe wirklich von der Einstellung mit dem Holzschaft sehr fantastisch. Hier löst man eine Schraube. Man kann dann mit den 3 Schrauben hier die Höhe der Schaftbacke verstellen und auch noch einen Winkel reinbringen, indem man hier ein bisschen mehr dreht, dann geht er hier so rüber. Oder hinten höher, vorne hoch oder was auch immer. Wie man das auch haben möchte. Dann verstellt sich die ganze Schaftbacke. Das ist ein wunderschönes Schichtholz. Was ich im Übrigen auch bei meinem LG 110 mal haben wollte, aber es ist nicht zugekommen. Wenn jemand eine Bezugsquelle hat, bitte schreibt mich an. Ich versuche da immer noch dazu zu kommen.
Das wäre nämlich ein Traum von mir. So, also Chef Backe, super toll. Gehen wir weiter, der Abzug ist in alle Richtungen einstellbar. Die Schraube löst, kann man hier drehen, hoch, runter, vor, zurück. Dann hat man hier noch eine zweite Schiene. Kleiner Kritikpunkt von mir am Ansteuer, das ist ein bisschen spät, aber Kritik kann man immer vertragen. Das hier ist Kunststoff. Diese Brücke, wo der Abzug draußen ist. Muss nicht unbedingt sein. Also Metall wäre echt besser gewesen, weil das sieht schon langsam ein bisschen ranzig aus vorne. Aber es ist funktional und es ist noch nichts kaputt gegangen. Man kann den Abzug super fein einstellen. Ich hatte, glaube ich, bei denen hier 56 Gramm. Aber hier Druckpunkt geschossen. Ja, Druckpunkt, nur 56 Gramm. Das ist angenehm und übertrifft eigentlich die Abzüge aller Freizeitgewehre um ein Vielfaches. Kommen wir hier mal zum Spannhebel. Wieder Kunststoff. Hier habe ich aber gar kein Problem, dass das Kunststoff ist. Man muss diesen Knopf drücken zum Aufmachen. Das ist eine Sicherung, hier ist ein kleiner Haken. Sonst bleibt es hängen. Kennt man von der Panzerbau 601 bis 603. Ja. Ich mache mal wieder zu. Die Diopter. Das ist natürlich ein super Diopter, was hier drauf ist. 20 Klick. Also das ist extrem fein einstellbar. Ich glaube 2 mm pro Klick auf der Scheibe. Da ist man schon 0,2 mm. 0,2 mm pro Klick auf der Scheibe. Da ist man schon gut dabei. Dann hier die Kappe. Das ist ja bei Fallwerkbau, bei der 600 und 601 auch ähnlich. Aber hier spannt man das ganze System und kann zum Beispiel in den Drucktrainingsmodus schalten und dann einfach mal wieder abschlagen, ohne dass was passiert. Dann kann man sie natürlich aber nicht zudrücken. Auch dumm. Da muss man sie wieder spannend zumachen. Und kann dann im F-Modus abdrücken, ohne dass was man vorher rückkombiniert hat. Hätte man vielleicht auch besser lösen können, aber so ist es. Es ist ja nichts passiert. Wenn ich hier mit dem Spannhebel öffne, sieht man hier den Kolben. Der Kolbenmantel hier ist Edelstahl. Also hier passiert an dem Gewehr so gut wie gar nichts. Das hier ist Aluminium. Eloxiertes Aluminium. Die anderen Teile sind, soweit ich das erkennen kann, lackiert. Das ist auch Edelstahl. Die Dichtungsringe sehen, da habe ich die. Oh ja, wie alt ist die? 20 Jahre, sieht 20 Jahre aus wie neu. Und die Mechanik lässt sich super leicht spannen. Also im Gegensatz zur Fibercore 600 oder 601 ist es noch ein Schritt leichter. Ich kann mir auch nicht erklären, warum, aber es ist leichter. Das Korn, der Korntunnel, ist auf einem Träger aufgesetzt, den man frei drehen kann. Hier kann man auch noch Zwischenstück einsetzen. Dann sieht das Gewicht weiterhin so bullig aus wie hier vorne. Und ich habe, glaube ich, 3 Stück. Dann sieht das bis hierhin so bullig dick aus. Aber der Schwerpunkt liegt jetzt, glaube ich, ziemlich mittig. Ich hatte den auch mal, dass er ein bisschen nach vorne zieht, aber ich glaube, mit so einem mittigen Schwerpunkt kam ich besser zurecht. Kam, weil ich seit 7 Monaten mit der Steyr LG110 schieße. Warum auch immer. Also, ich habe es eigentlich bereut, dass ich hiermit nicht mehr weiter schieße. Aber man muss auch Pressluft wechseln, weil es halt Pressluft gab. So. Jetzt ist sie gespannt. Das heißt, ich habe Luft vorkomprimiert. Ich stecke mal die Diode ran und das schießt mir den Beleuchter. Die ist auch mal ab. Die macht richtig Wumms, warum auch immer. Man kann hier am Kolben verstellen, wie weit man den
hochfahren will. Hier ist eine Markierung, da steht diese genau noch drauf, auf der Werksmarkierung. Ja, hinten ist auch noch voll und nur Einstellschraube, aber das ist sehr uninteressant, besonders in Deutschland. In Amerika sollen die angeblich gute, also die sollen mehr als 7 auf den Schuh schießen. Das hier ist eine App-Version, da macht man nichts dran, die lässt man so im Riesen-App drauf. Man will das ja auch nicht verlieren, so ein schönes Stück. Also ich hoffe, euch hat die Vorstellung des Gewehrs gerade gefallen. Wenn nicht, schreibt mir einfach mal, was ich noch dazu sagen soll, oder zu den anderen Vorstellungen. Oder postet mir eine Videoantwort. Videoantworten sind auch toll. Das mit der Küche habe ich erwähnt, wegen dem Licht. Ja. Die Küche hat noch einen Vorteil, hier durch diese kleine Theke sieht man natürlich nicht, dass ich irgendwo rum völlig nackt bin. Auch wieder ein Vorteil für euch. So, dann möchte ich mal dieses lustige Video beenden und rennen zur Kamera, um sie auszuschalten.